Also die Zuckerstangen können wir nicht nehmen. Zuckerwatte wird auch nicht. Ich hätte halt eher an so eine Art, entweder wie ein Enterhaken, halt diese Zuckerstangen, dass du damit da irgendwas wegangelst, oder solche Greifarme wie in diesem komischen Automaten unten drin, aber der müsste ja dann auch mit Strom betrieben werden, den kannst du ja einfach irgendwo dran knispeln. Sehen, ob der uns hier irgendwas gibt. Ein Gummihammer, der weiche Kopf ist perfekt, um auf milde Weise Glas einzuschlagen oder Zeltnägel in die Erde zu klopfen, ohne sie zu verbiegen, macht ihn zu einem großartigen Campingschlägel. Außer du stößt auf Bären. Oh. Dann lässt dich der weiche Kopf im Stich. Nachts kann ich manchmal noch Dereks Schrei hören. Oh. Das könnte nützlich sein. Was dagegen, wenn ich es nehme, Ned? Oh. Oh, ja, sicher. Entschuldigung. Musste mich gerade erinnern. Oh, cool. Kann ich das mit dem verbinden? Das kauft mir noch keiner als Lösung ab. Okay, dann gehen wir halt mal so. Gucken wir mal, ob wir das so da irgendwie dran geriemelt kriegen. Hammer. Hammer benutzt man am besten, um Sachen abzuschlagen. Und bei dieser Winde fehlt schon ein Teil. Abschlagen, abschlagen, abschlagen. Okay, zurück bei deinem Kleine. Ein delikates Antippen sollte reichen. Was? Ich wusste, dass ich dich irgendwie mag, Detective. Bring dich besser nach Hause, Junge, bevor deine Mutter mitbekommt, was passiert ist. Kann ich noch ein bisschen bleiben? Nun, da der Detective die Maschine kaputt gemacht hat, muss ja irgendwer das Zeug mitnehmen. Und es bei der Polizei abliefern, meine ich. Glaubst du kriegst das hin, Kleine? Warte, bis die Bullen weg sind und stopf dir mit dem Zeug die Taschen voll, kapiert? So, kaputter Greifarm. Jetzt den Greifer rausziehen. Siehst du, als hätte ich endlich etwas von diesen Sachen gewonnen. Na, sehen Sie es. Ich drücke ein bisschen aufs Tempo, ich versuche es zumindest. Dass wir es bis 18 Uhr hinter uns haben. Okay, damit sollte die Maschine wieder laufen. Okay, lass uns diesen Apparat benutzen. Verdammt, er bewegt sich zu schnell, um ihn zu greifen. Ich muss einen Weg finden, ihn an seinem Platz zu halten. Ich setz mich mal lieber doch da oben hin, da kannst du den Vergangenheits-Ronny verzweifeln sehen. Er bewegt sich doch gar nicht. Ah, was denn nun noch? Nee, nee, nee. Ein kleines Stück weiter habe ich es noch geschafft. Aber ich weiß auch nicht, gar nicht mehr, wo ich dann aufgehört habe. Frag ja nicht nach der Gießkanne. Diese Beziehung macht mich immer noch mürbe. Margeriten sind keine edlen Pflanzen.
Es ist klar, aber sie sind stämmig, geben jeden Ort einen schönen Geruch und einen angenehmen Farbtupfer. Man kann nichts falsch machen mit einer Margarite, auf keinen Fall. Außer du meinst Margarete Müller. Das Mädchen hat mein Herz gebrochen, oh weh. Ich werde mich irgendwann rächen. Denk an meine Worte. Was? Oh, nichts. Habe nur durch die Blume gesprochen. Ja, komm. Windspiel. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, eine Ahnung, Chat. Wie wir das jetzt hier hinkriegen. Genau unter diesem Oberlicht. Verdammt, er bewegt sich zu schnell, um ihn zu greifen. Ich muss einen Weg finden, ihn an seinem Platz zu halten. Mich den Star. Schwierigkeiten, ihre Kinder klebrig genug zu bekommen. Nicht, wenn sie ihnen Candyfluss Zucker backen. Naja, komm, gib her. Einfach Wasser hinzugeben. Dann testen wir mal die Klebrigkeit. Okay, cool. Kauft mir doch keiner, kann ich das im Sprint tun? Ich komme von hier nicht ran, aber ich kann unten näher kommen. Oh. Dann machen wir das halt so. Mache ich auf gar keinen Fall. Warum denn schon wieder nicht? Das sollte ihn festkleben. Okay. Oh, what the fuck? Das ist ein klein wenig eskaliert, oder? Ja, lol. Okay, lass uns diesen Apparat benutzen. Na, ist er gleich fertig. Und hab ihn. Eine Minute noch. Und nun? Gegenstand erhalten. Gnom-Bass. Wir haben ihn. Jetzt befragen wir ihn und finden heraus, was hier los ist. Wir können ihn befragen. Du kannst der gute Cop sein und ich bin da. Warum ist dieser Typ überhaupt Cop? Lass mich los. Wir müssen einen Weg finden, den Karl zu befragen. Wisst ihr was? Dann machen wir für heute Feierabend. Wir befragen den nächsten Freitag weiter, 17 Uhr. Chat ist ja eh gerade nicht so in Laune zu schreiben, von daher. So. Das muss ich anlassen, falls der eine Idiot wiederkommt. Und hier habe ich mir das Spiel schon immer auf die Wunschliste gesetzt, was wir im ersten Trailer geguckt haben. Nicht hin irgendwie ran, Dark Side Detective. So. So, ab geht er. Das heißt, wir müssen den Gnome jetzt befragen. Oh. Okay. Der zweite Teil hat dann auch 3 Bonus-Episoden.
Ich gehe mal wieder runter wegen dem Inventar, wa? Wo kann ich fortsetzen? So, wir haben jetzt den Gnome, aber wie können wir den befragen? Lass mich los! Wir müssen einen Weg finden, den Kerl zu befragen. Das ist jetzt halt ein bisschen blöd. Könnten Sie wenigstens sagen, was wir brauchen? Ob wir einen leeren Raum brauchen? Hier ist keiner. Wir müssen den hier seit Urzeiten im Geheimen züchten. Oder sie haben ihn durch die Deckenluke reingebracht. Züchten ihn seit Ewigkeiten. Es ist nicht die Zeit, um zum Auto zurückzugehen. Ich dachte, wenn wir jetzt aufs Revier fahren, kann ich den auf Duli ziehen. Ist mir auch eine Freude, alter Knabe. Nach dem Zusammenstoß mit dem alten Cherry entschied ich mich, dass es an der Zeit war, die Hütte zu verlassen und zu sehen, was das Leben hier draußen in den Kolonien so bereithält. Wie findest du es? Tja, ich nehme an diesem Einkaufszentrum Laufclub teil, aber alles, was wir machen, ist rumstehen, während Rose dem Roger Plätzchenteig gibt und schöne Augen macht. Ich brauche echte Action, forderst des Frontzeugs. Du könntest den Blutwölfen doch einige Überlebensstrategien beibringen. Ein paar Wölfe bekämpfen? Du kannst auf mich zählen. Ah, okay. Könnte ich vielleicht mit dem verhören. Detective, ich habe dich nicht mehr gesehen, seit du letztens meine Prä-Abschiedsparty ruiniert hast. Ruhestand. Prä-Abschiedsparty. Eine vorzeitige Party, falls man die letzten Tage nicht mehr übersteht. Oh ja, das tut mir leid. Schon okay, ich war in deinem Alter auch ein Quertreiber. Lass dich von den Gesetzen nicht runterziehen. Da wir von Gesetzen sprechen, solltest du noch deine Schulterwaffe tragen? Aber sicher, aus dem Fenster mit den Gesetzen, das ist mein Motto. Aber deine Waffe,